Der Profi ist wieder da, meine lieben Freunde, zu Henry the Stick. Freunde, da sind wir wieder zu einem weiteren Video zu Henry the Stickman. Digga, ist das laut, Alter. Erstmal runterschrauben, die Scheiße. Freunde, ihr habt scheinbar das erste Video zu Henry the Stickman gefeiert und deswegen dachte ich mir, ja, machen wir noch einen zweiten Teil, oder? Ja, ich denke, das geht klar. Das Spiel gefällt mir an sich sehr, nur raff ich bis dato nicht, um was es in diesem Spiel eigentlich geht. Also klar, wir machen eine Story durch, wir versuchen mit Henry quasi, ihm seinen Lebenstraum zu erfüllen und der beste Räuber zu werden, den es gibt oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. Gehen von Kampagne zu Kampagne, von Geschichte zu Geschichte. Aber ich raffe noch nicht ganz, wie dieses Spiel gespielt werden soll. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison. Breaking yourself out of prison! We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Der hat bestimmt einen Zehner bekommen, der Synchronsprecher. Close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, how do you want me to bring you in? So. Ja, ihr habt mir gesagt, ich soll alle Fails zeigen. Und ich bin mir halt nicht sicher, was wir aus diesem Spiel machen sollen, müssen wir, hier mal eine ganz simple Frage an alle Leute, die vielleicht gerne Kommentare schreiben. Was muss man in diesem Spiel tun, um weiterzukommen? Ist es so, dass man teilweise verschiedene Fails oder auch, naja, Successes, also hier, ne, wenn man es schafft, andere Wege zu finden, wie man durch diese Kampagne kommt oder so, dass man erst dann die neue Kampagne oder die neue Story freischaltet? Oder bezieht sich das wirklich nur auf Achievements? Weil ich habe mir halt schon überlegt, in diesem Spiel geht es eigentlich nur um lustige Reaktionen und beziehungsweise vor allem lustige Szenen. Und es ist schon schade, wenn man das Spiel durchspielt, aber nicht alles gezeigt hat. Weil das ist das Spiel. Das Spiel will dir lustige Szenen zeigen und naja, ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht bin ich dann schlauer. Vielleicht gucken wir da nochmal. Vielleicht gibt es einen dritten Part oder so. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, kennt ihr noch die Sticky-Hände? Die habe ich als Kind immer an Glasscheiben geworfen und immer alles verschmutzt. Digga, das hat direkt geklappt, oder wie? Alles klar. Zero Point Energy. Was ist Zero Point Energy? Ball Chain. Okay, wir machen mal den. Okay, also er ist smart, ist er halt nicht, ne? Der Stickman. Ich meine, keine Ahnung. Sein Kopf ist das größte Körperteil, ne? Was nicht aus einem Stecken besteht, aber scheinbar ist da trotzdem nicht allzu viel drin. Top. Okay. Als ob. What? Da ist ein Teddybär drin. Wie fail. Hä? What? Warte mal, was? Warum habe ich jetzt verloren? Also noch raff ich dieses Spiel nicht ganz. Okay, wir machen mal das dahin, ne? Jetzt werden wir aber aufgefangen, genau. Lightning quick. Und da ist jetzt aber nur ein Bär drin. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich tun soll. Scheinbar haben wir das Falsche geklaut, ne?
Wir können hier von Entscheidung zu Entscheidung springen. Ja, das ist ja mal sick. Okay, also hinten war scheinbar falsch. Okay, dann nehmen wir mal die Grapple. Die Grapple Gun, Bruder. Einen Buzzer oder so. Und der stürzt jetzt ab, oder? Ja. Digga, stellt euch mal vor, Alter. Ihr wollt so, ne, ihr seid so auf der neuen Boeing auf dem Weg nach Spanien oder so und ihr wollt kurz euer Handy einstecken und moin, Digga, dann stürzt einfach das Flugzeug ab, weil du gerade ein bisschen Strom nehmen wolltest. Expanding Foam. Oh, das ist cool. Oder auch nicht. Okay, cool. Ach komm, wir nehmen eine Bombe. Scheiß drauf. Scheiß auf die Tür, Alter. Oh. Ja, awesome. Amazing. Und hier stürzt er nicht ab, oder wie? Ja, ist klar. So, dann warten wir einfach mal. Wir spulen vor. Und haben den Dude ausgesperrt. Der wollte doch nur eine Kaffeepause machen, der Arme. So, wir haben einen Schlüssel. Wir können auch Items einsammeln. Das finde ich cool. Ah, das Spiel ist schon nice. Also, das muss man definitiv sagen. Das Spiel macht auf jeden Fall Laune. So, was können wir hier tun? Wir können entweder in die Röhre, also ins Rohr, in die Röhre rein. Wir können an diesen PC. Schauen wir mal, was auf dem Computer ist. Oh, oh, finden wir da... Finden wir da die Nudes von dem Dude mit dem Hut oder was finden wir da? Tja, da hat er wohl meinen YouTube-Kanal gefunden. Ne? Und hat ein bisschen zu viel Zeit auf YouTube verbracht. Digga, die neueste Nuzlocke-Folge geguckt und die Zeit vergessen. Was ich mich frage, ist aber, wo kam der Dude her? Weil wir haben ja die Tür, haben wir ja geschlossen. Okay, komm. Lass uns mal in den Elevator gehen. Das ist sowieso Safety falsch. Komischer Lift. Okay, dann gehen wir in den Vent. Wir spielen ein bisschen Among Us und gehen in den Vent rein. Oh, da ist der Rubin. Okay, das ist das Ziel, oder wie? Dass wir den klauen. Vault Cells. Ja, das ist so dumm, dass es definitiv klappen wird. Vielleicht ist es auch einfach nur dumm. Magic Pencil! Hey, ist das eine... Ist das wieder so eine Reference? Das Spiel ist ja voll mit References. Und ich habe, by the way, auch ultra viele References übersehen, als ich das erste, ne, als ich den ersten Part rausgehauen habe. Dafür haben wir noch ein paar Easter Eggs eingebaut in dieses Video. Also, falls ihr so Wimmelbild-Fanatiker seid oder gerne Easter Eggs habt, was ihr wahrscheinlich habt, wenn ihr dieses Spiel mögt, dann guckt doch nochmal in das erste Video, was wir gemacht haben zu Henry the Stickmin. Da habe ich, ich glaube, 4 oder 5 Easter Eggs drin gehabt, beziehungsweise meine Editorin hat die da schön rein versteckt. Nicht mal ich habe alle gefunden auf den ersten Blick. Und vielleicht haben wir ja in diesem Video auch wieder ein paar Easter Eggs. So, Leap. Okay, dann fliegen wir einfach. The fuck? Wie hat das funktioniert? Oh. New Bio. Okay. Hey, think you could let me out of here? Ist das ein Knast? Oh, thank you. Warum habe ich den jetzt rausgeholt? Okay. Magic Wizard. Wizard. Okay, cool. Dann benutzen wir mal die Retro-Glove. Weil die Safe nie klappen wird. Weil die zu cool ist dafür. Okay, das hat einfach gar nichts gemacht. Okay, wir hacken. Das ist wahrscheinlich das offensichtlichste. Genau, das klappt sowieso nicht.
What are you doing? Versteht ihr wegen what? That's quite shocking. Oh, wow. Tolle Jokes haben sie auch noch. So, und das wird safe klappen. Der schiebt sich jetzt zwischen der Tür durch. Ich meine, er ist ja schon ein Stickman, aber jetzt ist er halt... Ein Ultra-Stickman. Oh, süß, das Schwert von fucking... Vom Kollegen von Master Chief, von Halo, Digga. Seht ihr das Teil? Und eine Coin von Mario. Und, ist das Ding da oben nicht irgendwas aus, Animal Crossing oder so? Nee, warte mal. Auf jeden Fall habe ich das da oben, diesen Holzdude, habe ich irgendwie schon mal bei Super Smash Bros. Gesehen oder so. Gravity Manipulator und den Shrinken Grow. Okay, benutzen wir zuerst mal den hier, weil das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ja, es ist immer die unwahrscheinliche Geschichte, ne? Oh, wir haben noch eine dritte Sache. Stop right there. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's going rogue? All right, move to Plan B. Call in reinforcements and move in. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to. Alter, what? LOL, eine Mario Shell? Oh, komm, wir müssen sie nutzen. War vielleicht auch nicht das Richtige. Ein Propantank. Ich stelle mir nichts Besseres vor als einen Propantank, Digga. Ja, der hat wohl das Böllerverbot vom Neujahr nicht mitbekommen, der Junge. Es ist Safety Umbrella. Das ist viel zu offensichtlich. Das klappt niemals. Bullshit! Der überlebt diesen Sturz? Oh Gott, Alter. Wilson, we've got to get out of here. We've got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go, evacuate everyone. I can take care of this. Die Synchro ist so garbage, Digga, aber so witzig. Okay, jetzt spielen wir den anderen Dude oder wie den guten Dude. Prototype. Digga, was geht denn hier ab? There he is. He's got the ruby. Now forget about it. We've got to retreat, or else the Topic Clan will be history. Sind wir zu einem Mega-Zorbiris aufgestiegen oder wie? Orders, Captain. Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Huh? LOL. Okay. Unique Fails, 15 von 60. Endings 1 von 4. Wow. Okay, also... Da ist definitiv noch ein bisschen was dahinter, ne? Eieieiei. Okay, hier hätten wir definitiv noch ein bisschen mehr fehlen können. Wir machen mal den Path noch ein bisschen weiter. So wie ich gehört habe, hat halt jede Staffel kam halt versetzt raus, ne? Und ich weiß gar nicht, ob da verschiedene Leute dran gearbeitet haben. Auf jeden Fall kam, soweit ich weiß, vor ein paar Monaten eben die neueste Staffel, wenn man das so sagen möchte, raus. Okay, dann gehen wir nochmal in die Map. Die Umbrella, da gucken wir mal. Ja,
Ja, ich dachte halt, die Umbrella ist so stupid, dass es safe funktionieren wird, aber gut. Wir haben hier das nicht ein einziges Mal gefailt. Wir haben direkt die richtige genommen, ne? Holy shit. No! Nicht Franziska! Mit Franziskus, meinem Sohn! Alter, das war brutal. Und jetzt fällt es einfach in die Erde raus. Die sind so weird teilweise, diese Fails. Okay, Prototype war's, ne? Den haben wir noch nicht gehabt. Loading Gaben Disk. Error attempting data recovery. No! No, das Spiel ist abgeschmiert! Error, Stack Overflow, System, no, file not found. Cool, nice. Alright, also ich glaube, ich habe es ungefähr verstanden. Ne? Wir haben jetzt 2 von 4 Wegen komplett abgeschlossen. Dann gucken wir uns noch die anderen Wege an. Check, check, this is Charles. Ich glaube auch, das meintet ihr damit, oder? Oh, okay. C4. Wird niemals funktionieren, aber scheiß drauf. Toll. Retry. Was wird das nächste sein? Es ist safe klopfen, Digga. Da kommt halt safe, du klopfst und dann kommt da leider hoch. Hey, good job there. Oh, so you should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean, the whole point of this operation. Hat der Staubsauger... We've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? That's kind of thinking. Hat der Staubsauger gerade funktioniert? Sorry, guys, ich will nochmal ganz kurz zurück, weil, nee, nicht das hier, sondern eins davor. So, das gibt... Ja, genau. Nice, Digga! Schön die Beine weggezündet. Klopfen. Okay. Ich meine, es hat funktioniert, sie haben die Tür aufgemacht, aber hey, der Staubsauger hat besser funktioniert. Gut, dann gehen wir wieder da rein. Ich würde sagen, natürlich verkleiden wir uns einfach. Hey, you there. What do you think you're doing? It's Smith, right? What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Take that escape from behind you. Meine Frau ist schwanger? Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. Moment mal, der hat uns gerade für einen anderen Dude gehalten, dessen Frau schwanger war und hat uns gerade ins Krankenhaus gesendet, damit wir bei der Geburt dabei sind. Was zum Teufel passiert hier, Digga? Okay, Transdimensionalizer. Visit alternate dimensions with a flick of a switch. Flick of a switch. Aha, gut. Dann ist es der Clou. Der Kleber. Wie schnell trocknet dieser Leim und warum kann der... Okay, hinterfragen wir das mal. Oh, hey, you see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just, help you get across that gap. Oh, jetzt sind wir da rausgekommen. Warte mal, aber dieses Ding war vorher schon kaputt und ich habe mich gefragt, warum das kaputt ist, weil wir haben da nichts dran gemacht. Na? Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite und müssen auf die gegenüberliegende Seite wieder, obwohl es eigentlich hinter uns wäre, oder wie? Okay, Charles. Alright, here I come. Da, 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 da. Okay. Keine gute Idee. Nehmen wir mal den Gravity Bubble. I can manipulate
like gravity should be able to get you to float. Wird sowieso nicht funktionieren. Never. Den Roboter? Hey! Ohne Probleme! Geil! Wie viele Monster, Digga, Menschen gibt's hier überhaupt? So, ich hätte gerne noch die Plattform benutzt. Na, alles klar, Bruder. Ein bisschen zu weit teleportiert. Oh Gott, die Gatling-Gun, ey, Digga. Alright, get to bring out the big gun. Friss meine Gatling-Gun. Hey, should be good to go now. Oh. Okay. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Ich dachte, wir kriegen die Gatling-Gun. Knochenschmelze? Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Och, immer ich... Oh, Ninja Star! Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Oh, fucking kick! Okay, also, ich weiß jetzt schon mal, wen wir nicht in ein, wen wir nicht bei Smash dabei haben wollen. Mind Control. Wow. This guy really is a moron. Can't believe he doesn't know how to open a door. Whoops. Okay, und Remote right, Access. Hacked into their security system. Should be able to open the door from here. Top. Also wir haben die besten Hacker im Team, Freunde. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Boo. Spook! Hello, Mr. Spider. Alright, you got some evidence. Oh, wait, there's no way you get through there. Lots of guys and there's lots of guns, that's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Der Slapstick Humor, Digga. Oh. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Make an animal noise. Meh. Okay. I don't understand what that means. Ich auch nicht, Bruder, aber I don't need your help. I'm sorry, I just thought you needed some help, is all. Ja, aber hey, ich bin drüben. Immerhin, oder? Und darum geht's doch. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Jetzt explodiert alles, ne? Nicht? Wow. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors. Digga, diese Hüte. Hey, what are you doing? Yeah, we got a situation down in the cargo bay. Okay, ich dachte eigentlich... Oh, warte mal. Oh man, I remember this. Wir haben noch eine vierte Dingens gehabt. We'd be in a lot of trouble. Ach, gar nichts machen, ne? Oh man, that duck just flew right into the propeller. Oh, what a mess. Das müsste... Ja, das müsste right, gewesen sein. Okay, shut off the energy oder was? Ja, shut off the power, okay. Das ist doch das Logischste. Ah, ja, wir stören. Yeah. Okay, okay. Verstehe. Okay, cool. Sleeping gas, flashbang. Fire in the hole. Und jetzt fällt er. Ja, Bruder. Smarter Dude. Smarter Dude auf jeden Fall. Force Gun. Hey, there's a button on your earpiece. Should
press it. Die Force Gun, der Bruder von Forrest Gump. What's going? What's going on here? This could be a problem. Hä, aber... Wir haben doch gar nichts geklaut. Was haben wir denn jetzt geklaut? Ich raff's nicht. Hä? Puffballs United. Haben wir diese Top-Secret-Dinger geklaut? Das habe ich gar nicht mitbekommen, Alter. Okay, wir nehmen Sleeping Gas. Ja, richtig gut, Digga. Das sind immer die intelligentesten. Ach, ihm haben wir das Zeug da ja, ich verstehe. Das ist weird, Digga, hier ist mit der Banane. Okay, ja gut, dann haben wir hier noch einen Weg. What do you think? Ah, yes, let me have a look. Go, go, I'll hold him off. Come on, then. Digga, was ist jetzt los, Mann? Thruster. Das ist der Sound von Mario, die Kanone von Mario. Ne, die Kanone, die aus dem Boden kommt. Und mit der, ne, von Mario 64, Alter, krass. Okay, retry. I'm firing my laser! Well, das war nicht gut. Share. Ja, natürlich ist es wieder die lameste Geschichte. Wie kommt der in die Kugel rein? Der mit seiner fetten Gold Chain, Alter. Oh, Spikes! Oder nicht? Boost! Okay, auch nicht. Eject! Ja, und ohne Kugel ist es weniger schlimm, oder wie? Hä? Manifest! War ich zu langsam? Hurry up now, activate the doors. Okay. Metal Fist hat nicht geklappt. Hurry up now, activate the doors. Activate the doors. Alter, nicht mal wenn ich will, kann ich das Scheiße synchronisieren. Nein! Ich wollte doch Bohnen. Hurry up now, activate the doors. Activate the doors. So, wir nehmen Warp. Oh mein Gott, wer kennt diese Reference, Leute? Wer kennt diese Reference? Also, for real, ne? Ich glaube, das war gerade eine Reference an, oh Gott, wie hieß dieses Spiel? Mashallah, Digga, danke fürs Folgen. Wie hieß dieses Spiel? Es gab mal... Oh, Lego Racer. Es gab mal ein Lego-Game, was wie Mario Kart war. Und da konnte man sich porten. Und das war 1:1 dieser Effekt. Man hatte auch so eine blaue Kugel, die um einen rumkam. Und dann ist man einfach verschwunden. Das war 1:1 Lego Racer, Digga. Ich lasse nochmal abspielen. Für alle, die das Spiel kennen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das Spiel kennt. Das ist sogar das Symbol dafür, Alter. Das war das beste Item, was du in Lego Racer bekommen konntest. Oh, so cool. Das sind Spiele, die habe ich damals als kleiner Bub mit meinen Cousins gespielt, Alter. Krass. So, Bohnen ist natürlich die richtige Variante, weil damit sind wir schneller, wollte ich gerade sagen. Okay.
Die Flatulenz hat gesprochen. Das hat geklappt! Now I've got you. Okay, Moment. Ich will noch mal ganz kurz zurück, Digga. Metal Band. Wir sind der Avatar. Okay. Vor allem sind wir tot. Robopants. Sind das nicht die... Ja, das ist schon wieder eine Reference, Digga. Das ist der von dem einen Film mit der Roboterhose, mit dem Gockel, der irgendwas stehlen wollte, Alter. Wie hieß dieser Film? Oh mein Gott, so viele References in diesem Spiel. Ich wette mit euch, die Hälfte habe ich nicht mal realisiert. Nah, I've got you. You ain't got shit, bruh. Catch that knife, boy. Oh. Oha. Blitz. Oh. Retry. Machen wir mal den Jojo. Oh, das sind zwei verschiedene. Oh, das ist aber cool. Bash. 100 Damage. Massive Shockwave. Und natürlich bin ich tot, ne? Ja. Ach, leck mich, Digga. Lost the battle, okay. Retry. Das ist auf jeden Fall Final Fantasy Style-Mucke. Aber das wiederum hört sich eher nach Street Fighter oder so an, ne? Tools. Chainsaw. Okay. Okay, das ist eindeutig eine Final Fantasy Reference. Alter Schwede, so viele Möglichkeiten, ne? Glider. Als ob das geklappt hat. So ein Quatsch. Wir wollen seine Kette klauen, oder wie? You've defeated my right hand man. I surrender the airship to you. Good work, Henry. Now just get him to us and we'll get you to that bag. Oh Gott. Dummies. I think they're all right. Pretty big fall. I'm sure Henry had a plan. What is it? Henry! Rapidly promoted. Jetzt sind wir der Chef, Alter. Nice. Okay, aber das ist ein ganz anderes Ending, ne? Jetzt sind wir der Chef. Von dem Flugzeug da. Krass, okay. Alright, Freunde. Aber das, ich würde sagen, das war's für heute, für das jetzige Video. Ich weiß, wir haben noch ein paar Fails offen hier. Vielleicht werden wir mal eine Folge machen. Wie gesagt, kommt halt auch mega drauf an, wie das Projekt hier gerade ankommt. Vielleicht werden wir mal eine Folge machen, wo wir einfach alle Fails noch zeigen oder so. Ne? Mal gucken. Und dann, ja, vielleicht auch weitermachen, ne? Und die aktuelle Staffel spielen. Ich weiß halt nicht, wie viele es gibt und was die aktuellste ist, aber das werden wir dann sehen. Alright, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und wenn nicht, dann eben nicht. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Peace.